Jetzt geht's los. Wir nähern uns dem Festland. Boah. Gut. Der hat die Störmaßnahmen draußen. Los, Hawkins, alles klar. Boah. Direkt hinter uns. Ja. Flares raus. Nochmal. Raus mit den Flares. Oha. So. Jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Raus. Ja, Störmaßnahmen waren draußen, okay. Raus damit. Treffer. Geile Sache. Wir haben zwei Raketen. Aha, okay, Miniguns haben wir auch. Okay. Raus damit. Und yeah! Boah. Vergisst man manchmal wirklich, wo oben und unten ist. Da ist ein Gegner. Wir bleiben dran. Treffer. Boah, der hat uns getroffen, auf jeden Fall. Wo ist er? Da ist er. Und Flares raus. Raus damit. Ich sehe ihn doch, passt doch alles. Aber wir kriegen gerade von irgendwo Feuer. Mit der Minigun hinterher. Nochmal. Treffer. Gut, die feindlichen Jäger sind schon mal ausgeschaltet. Doch nicht. Da will noch wer. Und auch down. Gut geregelt, auf jeden Fall. Ja, im Multiplayer ist es halt... Was? Ja. Im Multiplayer ist es halt immer schade, da kann man nur alleine im Jet fliegen. Aber ich glaube, im Zweier konnte man zu zweit drin hacken. Ja, kann schon sein. Muss man halt die ganze Arbeit hier fliegen. Oh, scheiße. Da muss man fliegen und Flares und Raketen und alles. Das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Raus mit den Flares. Ich habe keine Hard mehr. Jungs, ich habe keine Hard mehr. Einfach die ganze Zeit. Flares raus. Ich kann ihn nicht abschießen. Ja, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Raus damit. Weil die könnte ich so schnell sogar mit der Minigun wegnatzen.
Boah, ich sehe nichts mehr. So, schön. Raus damit. Raus damit. Raus und Treffer. Wo ist er? Da. Raus damit. Ah, da waren die Sternmaßnahmen früher draußen. Und raus. Treffer. Doch nicht. Hat er jetzt wirklich die Sternmaßnahmen rausgeholt? Was ist denn das für eine Lusche? Jetzt hau doch raus, die Scheiße. Jetzt hat aber. Schönes Ding. Sehr schön, sehr schön. Boah, jetzt, haben die Bewohner da unten das Problem hier, wenn die Teile auf die drauf fliegen. Das, was die meisten Magazine mit diesem, mit dieser Mission gesagt haben, das war, stimmt schon alles überein. Auf jeden Fall. Bullock 3-2. Was war das jetzt? Bodenluftgeschosse oder was? Ich glaub's auch langsam. Yeah, nice. Fällt mir. Da ist der Flughafen. Ja. Und durch die Wolkendecke sehe ich einfach nichts. Nicht viel, besonders vom Flughafen. Da sind die Ziele. Raus damit. Auf die Radare. Und triffst du? Hoffentlich. Schön. Erster Radar ausgeschaltet. Zweiter Radar ausgeschaltet. Dritter Radar. Treffer. Hat er nicht getroffen, oder was? Ich glaub's langsam. Jetzt aber. Schneller. Ja. Ausgeschaltet. Antiradar-Raketen, ja. C. Okay. Ja, so sieht man doch mal was. Da sind Flugzeuge. Und da sind Flugzeuge. Abschießen. Wer hatte das Fadenkreuz auf dem Ziel? Ja, welches Ziel denn? Da sind doch überall Flugzeuge drauf, oder? Ach so, okay. Was? Dann hier noch einmal. Aber wir müssen also die Flugzeuge markieren. Und dann kommt ein Angriffsjet rüber und bombardiert die dann. Sehr gut. Hier sind noch ein paar schöne Helis. Die kosten bestimmt ganz viel. Einmal kurz drauf. Yeah. So, jetzt aber der Jet. Auf geht's. Angriff erfolgt. Und der letzte. Ich glaube, ist der letzte. Ich glaube schon, ja. Ach, drauf. Yeah. Was?
Achso, ich muss die ganze Zeit draufhalten, okay. Das ist ein bisschen schwierig, weil er die ganze Zeit rumfliegt und dann verreißt das Fadenkreuz so. So. Das war der letzte. Das war ein Treibstofflager. Oha! Ja, das war einer. Das war einer. Wo? Ich sehe kein Terminal. Hä, wo ist denn hier ein Terminal, bitteschön? Bin ich blind? Ach da, oh oh. So. Dann den auch noch. Beeil dich, er lädt gerade nach. So, auf geht's. Triff. Ja, sehr nice. Noch was? Hier war der Schutzbunker, alles klar. Okay. Das war der letzte, okay. Ich sehe keine Fahrzeuge. Bisschen konkreter vielleicht. Da seid ihr. Angriffsfreigabe. Los geht's. Wir müssen die Waffe wechseln. Alles klar. Oha. Das war der Loadster. Ne, Loadster heißt er so? Ich weiß gar nicht. Da sind noch ein paar. Infanterie auf der Landebahn. Oha, da sind ein bisschen viel Infanterie. 2, 1. Schön. Der hat gesessen, auf jeden Fall. Da leben aber immer noch ein paar. Da leben noch ein paar, hallo. Ja, okay, lass mal die mal leben. Wir sind ja nicht so. Ich rede jetzt ein bisschen weniger, weil die ganze Zeit irgendwelche Konversationen stattfinden. Die will ich nicht, die will ich sehr umgehen und unterbrechen. Genau. Jetzt ist schon Nacht geworden. Ja, grünes Licht auf jeden Fall. Sie sehen nur grün. Oh oh, landen. Stehen bleiben. Schön. Guter Pilot. Kann man nicht anders sagen. Operation Guillotine. Okay. Al-Bashir ist der nominelle Anführer der PLR, okay. Selektives Feuer, Einzelbeschuss, okay. Das sind halt die Salven, die man einstellen kann. Alte Geschichte, aber was soll das mit mir zu tun haben? Soll ich Ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen.
Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte... Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Genau, du Wichser. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Und diese kleine Geschichte werden wir auf jeden Fall erfahren in der nächsten Aufnahmesession. Ich mache dann heute Pause, weil es ist schon ein bisschen spät. Genau, die Bombe. Speichert gerade noch. Speichern, speichern, speichern. Gut, dann schon mal... Es fängt an. Ganz schön große Stadt. Allerdings. Und diese große Stadt werden wir eben in der nächsten Aufnahme sehen. In der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich das schneide. Wahrscheinlich in dieser Folge noch oder in der nächsten. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls vielen Dank für die erste Aufnahme, damit ihr dabei wart, damit ihr es gesehen habt. Also Battlefield 3 ist schon richtig geil. Aber zur gesamten Zusammenfassung sehen wir uns in der letzten Folge. Also bis dahin, haut da rein. Servus.